meine Damen und Herren, wir sind heute hierher gekommen, gemeinsam mit Innensenatorin Iris Spranger, der Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Herrn Homrichhausen, dem Landesbranddirektor für Polizei, Feuerwehr und Landesregierung, um uns ein Bild zu machen von den schlimmen Ereignissen, die sich heute Vormittag hier zugetan haben. Wir sind erschüttert darüber, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der in uns allen schlimme Erinnerungen weckt, auch an den Anschlag vom Breitscheidplatz. Und wir sind hier an diesem Ort, an dem wir noch nicht genau wissen, was die Motivation war. Wir wissen nur, wir haben eine Tote, 5 Schwerstverletzte und 3 Schwerverletzte und auch Leichtverletzte und natürlich viele Menschen, die unter Schock stehen. Ich möchte zuallererst einmal mein tiefes Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck bringen, für die Betroffenen, für ihre Angehörigen und unserer gemeinsamen Erschütterung Ausdruck darüber verleihen, was hier passiert ist. Ich möchte zum Zweiten sagen, wir sind hier, um uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, mit den Einsatzkräften zu sprechen. 130 Einsatzkräfte, die hier sofort sowohl von Polizei und Feuerwehr als auch von der Notfallseelsorge, als auch von unseren Notfallärztinnen und Ärzten vor Ort waren. Ich möchte allen meinen großen Dank aussprechen für den sofortigen Einsatz. Wir sind dabei, ein Koordinationsteam zu gründen, das diese Folgeschäden und all das, was wir jetzt aufzuklären haben, aufarbeitet. Ich bin der Polizei sehr dankbar, dass die Arbeiten zum Hergang jetzt auch erfolgen. Wir haben noch nicht alles aufgeklärt. Das ist Ihnen ja auch schon mitgeteilt worden. Und das wird in alle Richtungen ermittelt. Iris Spranger wird gleich dazu Näheres auch ausführen. Für uns ist jetzt wichtig, die Angehörigen zuallererst einmal zu informieren, sie zu unterstützen mit psychosozialer Beratung. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben ja im letzten Jahr das psychosoziale Hilfe-Notfall-Gesetz hier in Berlin verabschiedet als Lehre aus dem Breitscheidplatz. Dieses Gesetz wird jetzt zum ersten Mal bundesweit hier auch zum Einsatz kommen, um den Opfern schnelle Hilfe sowohl in psychosozialer, psychischer Betreuungsart zu helfen, als auch in finanzieller und in rechtlicher Hinsicht. Alles, was jetzt nötig ist, wird unternommen, um den Betroffenen zu helfen. Und wir haben sehr schnell hier reagiert, um auch diese Hilfe zu organisieren. Das passiert jetzt. Und deswegen möchte ich noch einmal meinen Dank an alle Einsatzkräfte aussprechen und bekräftigen.